Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Full Face Only. Heute habe ich, glaube ich, das günstigste Video aus dieser kompletten Reihe. Ja. Als hätte ich es geahnt. Und wir schminken ein komplettes Make-up, nur mit Rival de Loop. Ich habe eben alles gekauft, das sind die aktuellsten Produkte, die es gibt. Ich habe Neuheiten, ich habe Dupes. So krasse Dupes, optisch zumindest, vom ersten Eindruck. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich habe nur eins der Produkte überhaupt jemals getestet. Das heißt, es ist auch ein First Impression. Und ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt, Freunde. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, schaut gerne einmal hier vorbei. Ich verlinke euch hier die komplette Full Face Only Reihe. Ich werde das ab sofort jedes Jahr machen, weil es ja auch jedes Jahr neue Sortimente weil es nicht gibt. Freunde, ich bin richtig, richtig gespannt. Ich habe gesehen, dass ganz, ganz viele nach meinem letzten Video meinen Kanal abonniert haben. Vielen, vielen Dank. Es hilft mir sehr und ich freue mich, wenn es auch weiterhin welche tun. Wir sind ja noch 60%, die meine Videos sehen, sind Abonnenten, 40% aber nicht. Ihr kennt das Spiel, aber ihr unterstützt mich wirklich damit. Wirklich. Freunde, ich habe noch nichts im Gesicht. Und ich habe einiges an Make-up hier vor mir liegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, ich fange an mit dem Primer. Ich habe hier den Rival de Loop Hyaluron Primer. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier sind so kleine Kügelchen mit drin. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Es hat alles, ich glaube, das teuerste war 3,49 Euro. Team Günstmos ist shaking. Ich gebe mir einfach so ein paar Pumpstöße hier in meine Hand. Man sieht, dass diese Kügelchen dann aufplatzen. Riecht nach nichts, würde ich sagen. Und das verteile ich mir erstmal im Gesicht. Es fühlt sich sehr, so ein bisschen klebrig an. Ich mag solche Primer sehr, sehr gerne, die so ein bisschen klebriger sind. Aber es fühlt sich sehr, sehr feucht an. Also, First Impression. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der Milk Hydro Grip Primer vom Feeling her auf der Haut. Also, es wird sehr, sehr klebrig. Das Make-up hält dann einfach, finde ich, ein bisschen besser auf dem Gesicht. Zieht aber schnell ein. Es bleibt so ein kleiner, klebriger Film. Und die Haut sieht so ein bisschen glowy aus. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich noch eine Foundation gekauft und die hatte ich noch nie. Das ist das Invisible Fluid Make-up. Hier in diesem Licht sieht die sehr, 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 sehr dunkel aus. Ich bin gespannt. Aber Freunde, falls ihr neu seid und noch nicht so mitbekommen habt, wie ich zu Foundation-Farben stehe, es gibt ein Video, das könnt ihr suchen auf meinem Kanal. Ich teste 50 Foundation Shades auf meinem kompletten Körper und wir suchen die passende raus. Ob es geklappt hat? Sei mal dahingestellt. Ich lese euch kurz vor, was hinten drauf steht. Die ultraleichte Rezeptur sorgt für einen natürlichen seidenmatten Teint und ein softes Hautgefühl. Die Textur passt sich der Hautfarbe an und verleiht eine natürliche Ausstrahlung. I don't think so, Sister. Ich glaube nicht, dass Foundations sich jemals an eine Hautfarbe anpassen. Das ist die dunkelste. Liebe Freunde von den Marken, bitte wenigstens eine dunkle. Eine. Reicht nicht, aber wenigstens. Ich glaube, sie ist sehr, sehr dunkel. Aber ich benutze nur ganz wenig heute. Schiete, die ist wirklich dunkel. Ich baue mir die jetzt. Aufbauen brauche ich sie nicht, weil sie ist zu dunkel. Offensichtlich. Aber vielleicht passt sie dann so ein bisschen. Nee, sie wird nicht passen. Sie wird auch nachher nicht passen. Sie ist schon sehr leicht, ne? Lässt sich aber gut mit dem Pinsel verteilen. Sie ist nicht flüssig auf der Hand. Aber sie ist so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben? So leicht. Also eher so wie so eine Creme lässt sie sich verteilen. Deckkraft würde ich sagen, medium. Aber klar, sie heißt ja auch Invisible Fluid Make-up. Oh Mann, ey, Freunde, mit der Farbe, ne? Es war wieder Zeit dafür, dass Maxi. Habe ich nicht noch eine andere? Ich schau mal, ob ich noch eine andere von Rival de Loop habe. Negativ. Habe ich nicht. Und seht ihr, wie ungleichmäßig das ist? Wartet mal. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem seht, aber sie ist extrem fleckig. Und sie ist so schnell angetrocknet, dass ich kann da ja gar nichts mehr verblenden. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Ich mache das ab. Egal welches Produkt ich jetzt benutze, es wird furchtbar aussehen. So, ich habe einmal eine neue Foundation drauf gemacht. Sieht ein bisschen besser aus. Farbe, meine Schuld. Textur, die Schuld von Rival de Loop.
schön leicht, sie fühlt sich gut auf der Haut an, wenn man sie aufträgt. Das Problem, was ich sehe, ist, sie trocknet zu schnell an und trocknet ungleichmäßig an. Das sieht einfach nicht ebenmäßig aus. Das hat nicht unbedingt was mit der Farbe zu tun, sondern mit der Textur. Die ist vielleicht nicht so meins. Nicht so schlimm. Der Primer hat sich aber sehr, sehr gut angefühlt. Ich habe ihn auch hier eben sogar nochmal drunter gemacht und der fühlt sich sehr, sehr schön erfrischend und leicht an. Wir kommen zum Concealer und da habe ich zwei gekauft, denn den Natural Touch Concealer, den hatte ich schon mal aus meinem alten Video. Ich habe ihn Danny gegeben für sich zu Hause, falls er mal irgendwas abdecken möchte. Und tatsächlich benutze ich den sehr, sehr gerne, wenn ich ungeschminkt bin und so ein bisschen meine Augenschatten kaschieren möchte. Ich finde, der ist so. Der Name Natural Touch Concealer passt da schon sehr, sehr gut, weil man sieht gar nicht, dass man was auf der Haut trägt. Er verbindet sich so schön mit der Haut, hat eine sehr, sehr schöne Deckkraft und sieht tatsächlich aus wie Haut. Also das ist einer meiner liebsten Concealer aus der Drogerie, die nicht so viel Deckkraft haben und die auch nicht so viel Puder brauchen. Ich möchte jetzt hier aber den Liquid Camouflage Concealer benutzen. Da steht extra drauf hohe Deckkraft. Und Freunde, wir wissen, ich bin Freund von hoher Deckkraft. Ich habe jetzt hier die Farbe 02. Ich bin gespannt, wie die Farbe jetzt passt. Oi, okay. Bau mal so ein bisschen auf und mach das erste Mal eine halbe Seite. Ich mag diese kleinen Lipgloss-Füßchen ehrlich gesagt nicht so gerne. Aber da kommt schon sehr viel Produkt raus. Fühlt sich gut an, fühlt sich sehr, sehr leicht an, den Concealer so ein bisschen auszublenden. Ich lasse den Concealer gerne mal so ein Stückchen antrocknen. Also Deckkraft würde ich sagen, ich glaube, ihr könnt einen Unterschied sehen. Er hält doch ganz gut auf. Er ist ein bisschen dickflüssig. Ich trage mal noch eine zweite Schicht auf. Und auf der anderen Seite benutzen wir den anderen Concealer, dass ihr ihn einfach mal gesehen habt. Ich lasse ihn mal kurz antrocknen. Und das ist der Natural Touch Concealer. Wie gesagt, Freunde, einer meiner absoluten Favoriten aus der Drogerie, der nicht so full coverage ist. Vor allen Dingen, ich finde, er sieht am besten aus ohne Foundation. Das ist so ein, ja, es ist ein schöner Sommer-Concealer. Auch der ist in der Farbe 03. Sieht fast identisch aus. Die Deckkraft ist jetzt nicht so ultra hoch. Der riecht auch ein bisschen anders, also es ist tatsächlich auch eine komplett andere Textur. Das kann ich bezeugen. Weil so die Verpackung ist ja irgendwie gleich, nur der Deckel ist ein bisschen anders, aber es ist auch eine andere Textur bzw. Formulierung drin. Blend den mal aus und ihr seht schon, der ist ein bisschen weicher. Hat so ein bisschen mehr Reflexion drin, finde ich. Als wäre der so ein bisschen frischer, als wäre da so ein bisschen mehr Feuchtigkeit drin. Wohingegen der tatsächlich einfach etwas trockener ist. Also mir gefällt der Natural Touch Concealer auf dieser Seite hier wesentlich besser von der Textur her. Ich finde, hier ist er so ein bisschen trocken und lässt sich dadurch auch nicht ganz so super einfach verteilen. Overall aber ein recht akzeptables Ergebnis. Wir setten das Ganze mit dem Natural Lift Puder. Auch das habe ich noch nicht benutzt. Da ist ein Spiegel drin und so eine Quaste. Sieht ein bisschen aus wie Pac-Man. Ich nehme jetzt mal so einen fluffigen Pinsel von Essence, gehe hier rein, nehme so ein bisschen Produkt auf. Und dann sette ich das unter meinen Augen. Und hier so ein bisschen um die Nase rum. Ich sette jetzt so ganz leicht meine Base. Was habe ich hier für einen Fleck? Ich finde, mein Make-up sieht sehr, sehr heavy aus. Also es gefällt mir heute gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Primer sich jetzt irgendwie mit der Foundation so ein bisschen schlecht verhält. Es sieht sehr, sehr heavy aus. Es erinnert mich optisch. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Guckt mal hier. Es rollt sich hier so ab. Sie erinnert mich so ein bisschen an diese Essence Mousse. Kennt ihr die noch? Diese Töpfchen mit der Mousse? Wir haben Bronzer. Egal. Freunde, wir judgen nicht. Wir wissen, dass das hier kein High-End-Look wird, sondern ich möchte euch einfach die Produkte zeigen. Und das ist ja auch Ziel so ein bisschen von diesen Full-Face-Only-Videos. Ich habe hier den Bronzer. Eigentlich brauche ich wahrscheinlich, ja doch, ein bisschen bräuchte ich. Das ist das Bronzing Powder in der Farbe Golden Sunset. Sieht matt aus. Und das arbeite ich mir hier so ein bisschen hin. Ist doch schon recht warm. Der ist genauso super warm wie diese Foundation. Also sehr orange. Aber warum habe ich das Gefühl, dass Rival Loves Me besser ist als Rival de Loop? Weil bis jetzt war kein Produkt, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, Favorite. Seht ihr diesen Fleck hier und hier? Wir haben Blush. Das ist das Rouge Powder in der Farbe Hibiskus. Den hatte ich doch schon mal. Warum habe ich den denn nochmal gekauft? Ich nehme hier einfach so einen Pinsel, gehe hier rein. Ich glaube, den mochte ich gerne. Der hat
Glow drin, oder? So ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, auf einer schönen Base würde der gut aussehen. Aber es gefällt mir gerade gar nicht. Ich würde mich am liebsten schon wieder abschminken. Ich nehme jetzt gleich nochmal den Highlighter. Der Highlighter bringt das Gesicht zum Strahlen durch einfaches Auftragen auf die höchsten Punkte im Gesicht. Well, we love a good product description hier. Ich nehme diesen Pinsel. Hier rein. Das Pressing ist ganz süß. Das hat so, sieht so ein bisschen aus wie Leo. Ist sehr kühl. Sehr hell. Sieht aus, als hätte ich mich noch nie in meinem Leben geschminkt, Freunde. Ich habe einen Augenbrauenstift. Da kann man nicht viel falsch machen, oder? Das ist der Super Slim Eyebrow Pen. Hat, glaube ich, 1,19 € gekostet oder so. Die mochte ich, glaube ich, ganz gerne. Gehe hier einfach mal durch mit dem Spoolie, der hinten dran ist. Ich habe die Farbe Peanut gekauft. Schon abgebrochen. Ich weiß, dass mir die Mädels von Rival de Loup Young zumindest zugucken. Es, bei euch ist es besser. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt, warum das hier so schief geht gerade alles. I'm so sorry, es tut mir so leid. Ich sehe aus wie ein Clown gerade. Okay, ja. Schauen wir mal, was die Lidschattenpalette kann. Ich habe extra, weil ich habe mir nämlich hier diese Nude Matt Palette gekauft. Da sind nur matte Farben drin. Und das war, glaube ich, so eine der ersten Lidschattenpaletten, die ich jemals hatte. Ich habe mir aber dazu, weil mir das nicht so, also es hat mir nicht gereicht so an Farben, habe ich mir hier noch so ein dunkles Braun gekauft. Es geht eher so ein bisschen in die Rotrichtung. Kakao heißt die Farbe. Und ein Gold, die mochte ich sehr, sehr gerne damals. Ich habe gerade so ein paar Flashbacks an meine alten Videos. Ich gehe jetzt hier mit so einem fluffigen Pinsel in das Braun hier oben. Hier ist ein Spiegel drin, er ist sehr, sehr klein. Und die Farbe gebe ich mir hier in meine Lidfalte. Ja, ein bisschen sieht man aber was. Du siehst eher so orange, ne? Das ist eine sehr, sehr softe Transition Shade. Ist okay. Aber irgendwie 80% der Farben, also das hier alles, kann ich persönlich halt gar nicht benutzen. Deswegen habe ich mir noch die andere Farbe mitgenommen. Ich baue mir die jetzt hier so ein bisschen auf und dann schauen wir mal, was die andere Farbe kann. Also ich habe die Palette für diese eine Farbe gekauft übrigens, ne? Weil das Schwarz, ja, vielleicht benutzen wir das gleich noch. Gut, dass ich mir eine 4K-Kamera gekauft habe, die auch wirklich alles zeigt. Nee, ich gehe jetzt mal hier in diesen Monolid-Schatten. Das ist ein matter Ton. Der sieht sehr pigmentiert aus. Den gebe ich mir hier außen hin. Hallo. Schätzelein, wo bist du denn? Komm mal her. Abbruch. Letzte Chance für den Monolidschatten in der Farbe Honey Glow. Den mochte ich sehr gerne damals. Mal schauen, wie ich ihn jetzt mag. Geh einfach mal mit dem Pinsel rein. Sehr subtil. Geh nochmal mit dem Finger rein. Also, ja, mit dem Finger ist besser. Den kann man mal so als leichten Schimmer. Er ist nicht so super metallic, aber ist okay. Das sieht hier so fleckig aus. Ich probiere das hier gerade noch mal so ein bisschen auszublenden, aber irgendwie will es nicht. Also der Schimmerton, sehr, sehr schön. Den kann ich mir auch als Highlighter sehr gut vorstellen. Freunde, ich habe aber jetzt noch zwei Produkte. Ich glaube, das sind die Produkte, auf die ich am meisten hoffe. Und zwar gibt es eine Mascara. Und das ist die Better Than Yours Mascara. Erinnert mich vom Packaging, fühlt sich sehr, sehr schwer an die Better Than S. EX, ich sag's nicht, sonst demonetarisiert. Ist sie wasserfest? Nee. Also so eine Schicht sieht aber ganz nett aus. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wie lange sie hält, aber auch für den Preis, was hat die gekostet? 3,99. Oh doch, 3,99. Kann man mal probieren. Sieht ganz solide aus. Ich mag, dass sie so ein bisschen schwer ist. Also sie fühlt sich nicht an wie 3,99, sondern eher wie 13,99. Mein Hoffnungsträger aus diesem Video, ein neues Produkt, zwar auch als neu ausgeschildert, das sind die Hydro Shine Lip Glosse. Sehen vom Packaging ähnlich aus wie die von Luna Beauty. Also dieses Schwarz, so durchsichtig und dann seht ihr hier das Produkt. Ich habe die Farbe Rosewood. Füßchen ist so ein Standard Lipgloss Füßchen. Riecht gut. Wenn das ein anderes Füßchen hätte, geil. Geiles Teil. Sieht ja fantastisch aus. Das ist nicht so ultra glossy. Sehr, sehr deckend. Sieht aus wie saftige, volle, strahlende Lippen. Wow. Hier, schaut es euch an. Hydro Shine Lip Gloss. Fühlt sich sehr, sehr schön auf den Lippen an. Ja, Freunde. So im Gesamtbild. Von ganz weit weg? Weiß ich nicht. Ich glaube, einzeln sind die Produkte vielleicht gut.
die Base-Produkte, die Foundation oder so, lieber einen Euro mehr rauflegen und sich von Essence eine holen. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht so meins. Auch das Puder und der Bronzer, das hatte so ein bisschen Sabrina Rudnick-Vibes. Lidschattenpalette ebenso, also das ist halt extrem günstig, extrem wenig Farbabgabe. Was aber auf jeden Fall Top-Favorit ist und dafür hat sich das schon gelohnt, sind diese Lipglosse. Es sieht so wunderschön aus. Boys and Girls von Rival de Loop. Das anderes Füßchen, ein bisschen größer. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst mir ein Mitleids-Like und ein Mitleids-Kommentar in den Kommentaren. Ich verabschiede mich von euch, sagt vielen Dank und bis Freitag. Passt auf euch auf.